Dieser Donnerstag könnte historisch werden in Deutschland. Wir haben heute Nachmittag Temperaturen von rund 40 Grad und damit ist der deutsche Allzeitrekord aus Kitzingen von 40,3 Grad in Gefahr. Durchaus möglich, dass der heute Nachmittag geknackt wird und zwar am Niederrhein, so rund um Kleve, Heinsberg. 41 Grad sind hier möglich, aber generell entlang des Rheins, im Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Neckar-Region, auch an Mosel und Saar Temperaturen von rund 40 Grad, also absolutes Rekordniveau. Ein bisschen erträglicher ist die Hitze allgemein in den östlichen Bundesländern mit 32 bis 34 Grad. Und richtig erfrischend ist es vor allem an der Ostseeküste. Bei Seewind haben wir hier so um die 25 bis 27 Grad auf Rügen oder Fehmarn zum Beispiel, während wir auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins, also auf der Westseite, da durchaus bei ablandigem Wind auch rund 30 Grad bekommen. Übrigens in den höchsten Mittelgebirgslagen auch immerhin Temperaturen um die 25 Grad, was ja auch eine gewisse Abkühlung bedeutet. Dazu scheint den ganzen Vormittag über die Sonne. Daran wird sich am Nachmittag auch wenig ändern. Allenfalls mal ein paar dünne, lockere Schleierwolken. Aber die Sonnenscheinbilanz von wieder 13, 14, 15 Stunden wird das kaum trüben. Es ist also erneut ein sehr, sehr sonniger Tag. Die Nacht auf den Freitag ist dann wieder sehr warm, anfangs sogar richtig heiß. Selbst um Mitternacht haben wir entlang des Rheins teilweise noch 30 Grad. Und dann kühlt es am frühen Freitagmorgen so auf 24 bis 27 Grad ab. Etwas erträglicher das Ganze im Osten des Landes. Freitag wird es dann nochmal heiß, nochmal bis zu 40 Grad am Niederrhein. Und von Osten her kommt ein bisschen weniger heiße Luft zu uns mit dem Ostwind. Das drückt etwas auf die Temperaturen. Hier in trockener Luft rund 30 Grad. Und dazu wieder verbreitet Sonne. Im Südwesten wird es allmählich wolkiger. Gegen Abend ein erstes Hitzegewitter im Schwarzwald möglich. Und am Wochenende wird es in der Südwesthälfte weiterhin kräftig krachen. Schauer und Gewitter in schwülwarmer Luft. Im Nordosten ist es weiter sonnig, heiß bei teilweise böigem Ostwind.